Tut es irgendwann nicht mehr weh? Ich sag dir was, du musst ihn verjagen. Brüll wie ein Löwe, dann läuft er davon. Gut gemacht. Und jetzt ab nach Hause. Du musst ein Heiler sein. Ja, ich bin Lykaon. Du musst eine Söldnerin sein. Brauchst du eine Behandlung? Kommt drauf an. Muss ich auch für dich brüllen? Manchmal ist Hoffnung die beste Arznei, die ich meinen Patienten geben kann. Und du brauchst also keine Hilfe? Ich bin gesund wie ein Pferd. Du siehst stark und unerschütterlich aus. Meine Patienten brauchen Alraunenblätter. Ich weiß, dass einige bei einem kleinen Fluss südöstlich von hier wachsen. Du selbst bist zu beschäftigt? Wohl eher zu lecker. Am Fluss treibt sich ein Rudel Wölfe herum. Ich würde dich großzügig dafür bezahlen. Du weißt, wie man mit Söldnern reden muss. Ist das alles, was du brauchst? Alraunen? Fürs Erste. Bring sie zu mir und ich bereite sie für meine Patienten vor. Dann sehen wir weiter. Ich bringe dir die Blätter. Sagtest du südöstlich von hier? Ja, bei einem kleinen Fluss nordöstlich von Kira. Die Pflanzen blühen noch nicht, aber die Blätter sind auffällig graugrün. Vielen Dank. Hier, ich habe deine Blätter. Danke. Ich bereite sie für die Patienten zu. Könntest du so lange warten? Na klar. Ich habe die Blätter zerstoßen, dann sind sie leichter einzunehmen. Bringst du sie zu meinen Patienten? Sag ihnen, sie sind von Lykaon. Ich dachte, ich hätte dir mehr Blätter gebracht. Ich brauchte eine doppelte Dosis für meine Großmutter. Ich gebe sie ihr bald. Gut, ich überbringe derweil den Rest. Hab Dank. Alle Patienten sind in oder nahe der Chora von Delphi. Einer ist bei den Viehgehegen im Westen. Einer baut ein Haus am nordöstlichen Rand der Ortschaft. Und einer arbeitet auf den Feldern im Süden. Komm zurück, wenn du fertig bist. Ich werde sie schon finden. Lykaon lässt dich grüßen. Ah, die versprochene Arznei. Danke. Sag mir, hat er gesund ausgesehen? Er sah nicht krank aus. Ich sehe ihn rund um die Uhr herumlaufen und vor sich hin murmeln. Er scheint besorgt zu sein. Ich sollte ihm etwas Süßes bringen, um ihn aufzumuntern. Das würde ihn bestimmt freuen. Lykaon schickt dir diese Arznei. Danke. Ich kümmere mich um die Tiere und Lykaon kümmert sich um mich. Nur schade, dass sich niemand um ihn kümmert. Was meinst du? Seine Eltern starben jung. Seine Großmutter zog ihn auf, weil sie wurde unter einem schlechten Stern geboren. Ach, vergiss das. Er ist ein guter Junge. Da bin ich sicher. Diese Kräuter sind von Lykaon. Oh, vielen Dank. Dieser Heiler ist so aufmerksam und so hübsch. Schade, dass er beschlossen hat, nicht zu heiraten. Warum das? Er hat mir so einen Unsinn erzählt, dass er keine unschuldige Frau mit seinen Sorgen belasten will. Warum kann er nicht so ehrlich sein und zugeben, dass ich ihm nicht gefalle? Ich frage mich, warum er sowas sagt. Ich habe deine Arznei abgeliefert. Anscheinend sorgen sich eine Menge Leute um dein Wohlergehen. Danke. Meine Großmutter Praxitea. Ich muss ihr noch die letzte Arzneilieferung bringen. Begleitest du mich zu ihrem Haus? Ich glaube, ich brauche deine Hilfe. Ja, ich würde gern wissen, was hier vorgeht. Danke. Bitte, zum Haus meiner Großmutter geht es hier lang. Danke, dass du mitkommst. Hast du schon viele Menschen getötet? Wieso fragst du mich das? Wenn jemand so frevlerisch ist, dass er nicht nur Menschen großes Unrecht antut, sondern auch den Göttern, hat er dann keine Strafe verdient? Was hat Praxitea getan? Sie gab falsche Prophezeiungen ab. Über Jahre hat sie alle, die sie um Rat fragten, belogen. Deine Großmutter war ein Orakel? Ja, auf dem Hügel in Delphi. Erst kürzlich gestand sie mir, dass sie nie die Götter gehört hat. Sie hat nur wiederholt, was ihr vorgesagt wurde. Eingeflüstert von Menschen mit bösen Absichten. Ganz genau. Wegen dieser Worte wurden Kriege geführt. Sie kann nicht ungestraft bleiben. Ich... Eine falsche Prophezeiung hat meine Familie zerstört. Wenn es eine von ihr war, nehme ich die Bestrafung selbst in die Hand. Verschwinde von hier, Lykaon. Ich weiß, was du vorhast. Du bringst nur noch mehr Schande über die Familie. Ich will das nicht tun, Agave. Doch bei allem, was recht ist, darf Praxitea nicht weiterleben. Es liegt nicht mehr in unserer Hand.
Ein paar komische Männer kamen heute ins Dorf und suchten nach ihr. Ich führte sie her und sie nahm sie mit. Was ist das für eine Gerechtigkeit? Das kannst du nicht verstehen. Sie war eine gottlose Närrin. Jetzt müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Wer bist du überhaupt? Ich bin Cassandra. Auch ich litt unter einer falschen Prophezeiung. Vielleicht sogar von eurer Großmutter. Wenn wir sie nicht finden, können wir nichts davon klären. Hilf mir herauszufinden, wohin man sie brachte. Ich suche nach Hinweisen. Praxitea wurde zu einem Bauernhof westlich von hier gebracht. Banditen sollten sie lebendig dort abliefern. Danke, dass du das herausgefunden hast. Ich bin keine Närrin, Lykaon. Deine Schwester hat Praxitea in große Gefahr gebracht. Und du hast übers Töten gesprochen. Soll ich ihr Leben beenden? Nein. Das muss ich selbst tun. Ich muss sie töten. Sie ist deine Großmutter. Und du bist kein Mörder. Denk nochmal drüber nach. Aber ich bin verantwortlich. Ich will nicht, dass sie leidet. Deshalb bat ich dich um die Alraune. Sie lindert den Schmerz. Gehst du zuerst zu dem Bauernhof und hältst die Banditen für mich auf? Ich glaube nicht, dass ich es mit ihnen aufnehmen kann. Ich suche nach Praxitea. Danke, Cassandra. Der Hof liegt also im Westen. Wir treffen uns dort. Ab vielen Dank für die Rettung, mein Kind. Danke mir nicht, Stimme des Apollon. Oder warst du die Stimme von jemand anderem? Oh, du kennst meinen Enkel. Du hast recht, ich habe alle belogen. Es tut mir so leid. Die Götter hätten mich längst töten sollen, doch sie ließen mich mit meiner Reue leben. Warum hast du gelogen? Die Menschen haben dir vertraut. Sie dachten, du überbringst ihnen die Worte Apollons. Ich wollte das nicht, damals, als ich zum Orakel des Apollon ernannt wurde. Doch da waren Menschen, die mich zwangen, das zu sagen, was sie wollten. Sonst hätte meine Familie unter meinem Ungehorsam gelitten. Familie? Erinnerst du dich an eine Familie aus Sparta, denen du sagtest, ihr jüngstes Kind müsse sterben? Eine trauernde Mutter mit Augen wie meinen? Dein Verlust tut mir wirklich sehr leid. Wer ließ dich entführen? Diese Schläger kamen doch nicht von selbst auf die Idee. Bitte, frag mich das nicht. Die, die mich jetzt bestrafen wollen, die mich einst zum Lügen zwangen, sie würden dich umbringen, wenn ich dir von ihnen erzähle. Die mit den Masken und dunklen Mänteln? Der Kult des Kosmos. Sprich ihren Namen nicht aus. Großmutter. Hat sie es dir gesagt? War sie das Orakel, das deine Familie zerstört hat? Was ich getan habe, tut mir leid. Ich akzeptiere meine Strafe. Aber lass nicht zu, dass mein Enkel mich tötet. Lykaon ist ein guter Mann, ein Heiler. Er würde daran zerbrechen. Nein, das liegt in meiner Verantwortung. Ich muss ihr Leben beenden. Ich habe oft genug getötet, um zu wissen, dass die Gewalt nie endet. Am besten lässt du los. Und machst das Beste aus dem Leben, das die Götter dir gaben. Loslassen? Aber du sagtest, Praxitea habe deine Familie zerstört. Sie kann nichts Schlimmes mehr tun. Sie aus Rache zu töten, macht ihre Taten nicht ungeschehen. Und überhaupt, hast du mir nicht was von Hoffnung erzählt? Danke für deine Gnade. Ich verspreche, ich werde den Rest meiner Tage Gutes tun. Du hast recht, Cassandra. Ich kann meiner Großmutter vielleicht nicht verzeihen. Jedenfalls nicht sofort. Aber sie kann ihr Leben fortsetzen und ich das meine. Ich glaube, das ist die richtige Entscheidung, Lykaon. Oh, wie schaffst du das? Entscheiden, wer lebt und wer stirbt. Wie schaffst du das, Lykaon? So viele Leben hängen von dir ab, von deiner Zuwendung und Behandlung. Ich glaube, ich brauche dich jetzt. Nicht um jemanden zu töten oder etwas zu finden. Nur um bei mir zu sein. Ich kann nicht ewig bleiben. Doch fürs Erste kann ich mich deiner annehmen, Heiler.